Nichts machen. Nicht bewegen. Schaut sie wieder. Warten. Warten. Die ich habe, ist geheiss mit dem Gizzi. Die gut ist, ist ein bisschen gräulicher. Wenn sie da ein bisschen abwärts kommen, musst du jetzt musst du den. Das ist auf der Steinwagen. Da kannst du mal eine Stunde spiegeln und siehst, komm raus und plötzlich sind sie es los. So sind sie. Da geht, glaube ich, der. Da geht der Dreien rein, siehst du? Das ist der Grind, der da drinnen ist. Da. Gehen wir da so auswärts und so oder so nochmal da rauf. Dann sehen wir die ganze Zeit. Gegen auswärts übertreiben. Die erste Berührung mit der Jagd hatte ich mit etwa, ich würde sagen, da war ich etwa 7 oder 8. Und das war mit einem Berufskollegen von meinem Vater. Das war der Willy Battaglia. Und wir sind mit ihm. Die hat nicht von Tausendseite gelebt und dann sind wir mit dem mal auf die Jagd gegangen. Und das war für mich ganz, ein einprägendes Erlebnis gewesen. Wir hatten dann eben auch noch Weimanns Heil gehabt. Wir haben damals eine Hirschkuh können erlegen. Und das war natürlich für mich faszinierend gewesen. Ich muss sagen, ich bin zu dem Zeitpunkt, schon mit 7, bin ich aber schon Fischer gewesen. Wir haben dort in Wallerstadt gewohnt. Und, dann ist einfach Fischen, Jagen, das ist dort gepflanzt worden. Die Fischerei war natürlich dann immer ein grosses Thema gewesen. Und die Jagd musste zurückstehen. Ich bin dann erst wieder drauf gekommen, zu einem Zeitpunkt. Ich war dann eben da fast ein Spatberuf, dann wirklich gewesen, Jäger. Das war vor etwa 15 Jahren. Das war der Zeitpunkt, wo ich dann auch die Geschäftsführung von Jagd und Natur übernommen habe. Und dann war natürlich die Jagd von dort her omnipräsent. Und das hat für mich noch eins gegeben, sofort die Jagdprüfung machen. Ich habe alle Prüfungen gemacht. Natürlich in Zürich, noch Ausland. Und dann, kaum ein Jahr später, habe ich dann auch gerade die Bündnerprüfung gemacht. Weil natürlich die Bergjagd, das hat mich natürlich immer fasziniert. Und eben, das ist immer wahrscheinlich wieder zurückgeführt auf mein Erlebnis von kannst sagen, fast 50 Jahren, fast schon zurück. Darum sind die Böcke hier. Das ist sicher schon so. In dem hohen Schatten haben wir hier. Vermutlich, wenn sie sind, vermutlich auf der hinteren Seite von dem Buckel. Am ehesten, weißt du? Ja, jetzt gehen wir hier. Also, gehen wir noch ein Stückchen hier. Genau.
rechts, die ist mal sicher gut, wahrscheinlich. Es ist nur ein Gitze und vier Geiss. Das kann natürlich heikel sein, weil wenn tatsächlich, wenn du etwas falsch ansprechen und du würdest dem Falschen erlegen, dann gibst du ihn ab. Und das will man natürlich nicht, das ist ganz klar. Man will erst mal richtig, weil die Steinwildpopulation, das ist ein ganz klar austariertes System, was man bejagt, was man rausnimmt, was man nicht rausnimmt. Und darum ist es natürlich schon wichtig, dass man sich dann natürlich wirklich gut daran halten tut. Das ist eine Empfehlung, weißt du? Ja. Optimal da. Ja, jetzt haben wir. Wir haben schon etwas im Auge. Das ist schon nicht so schlecht. Das ist so schön. Ja. Das Schlimmste ist, wenn du nichts siehst. Ja. Das ist das Traurigste. Ja, das habe ich. Wenn du den ersten Tag nichts siehst, dann fange ich nur rein. Und die Geiss, die sind jetzt da. Da kommt das grosse Toblan, das wir hier drin sehen. Und die sind da oben. Und da hier ist relativ flach. Da sehen sie die von weit. Jetzt, aber unter den Bändern her. Aber jetzt warten wir mal. Sonst schliehen wir hier hinauf. Und decken und schauen im traversierenden Hang. Oder? Ich habe mich natürlich riesig gefreut auf die Steinwoche. Das ist schon klar. Und das hat natürlich auch noch. Ja, im Vorfeld hatte ich ein gesundheitliches Problem. Nämlich 3 Jahre vorher hatte ich einen Hirnschlag. Und das war wirklich der erste Gedanke, als ich das überhaupt realisiert habe, als ich wieder so zu mir gekommen bin. Und ich dachte, oh nein, ist so schlimm. Meine Jagd geht auch ab, ich kann nicht mehr auf die Jagd. Ein Hirnschlag, das ist meistens immer lähmig. Eine Seite betrifft es meistens, oder? Mit Lähmung. Bei mir ist die rechte Seite. Und das ist halt immer noch so. Also in den Händen oder in den Füßen bin ich immer gewisse Einschränkungen. Ich habe auch die Flexibilität nicht mehr. Und die Sicherheit, auch nicht mehr die Trittsicherheit wie früher. Also, ich habe nicht mehr das gleiche Gefühl, oder? Vor allem mit dem rechten Fuß. Und ich habe schon gedacht, ja, wahrscheinlich komme ich da gar nicht mehr so viel zu Weg, dass ich das überhaupt machen kann. Aber nach 3 Jahren ist das tatsächlich so weit wieder gut gewesen und ich war so mobil gewesen, alles zusammen, dass ich das auch angehen konnte. Ja, das ist natürlich in dem Moment, wo ich mich angemeldet habe auf die Steinbockjagd und dann eben auch gehen auf die Steinbockjagd, ist natürlich die Freude riesig gewesen. Klar, logisch, wir wollen die alles die Beute, ist gar keine Frage. Aber das Ganze, die Steinbockjagd ist wirklich, ja, muss ich sagen, fast wie eine Revierjagd in einem Badenkanton. Wir haben nämlich ein Gebiet für sich allein, wo man jagen kann. Und das ist natürlich traumhaft schön. In dieser Natur draußen, da jagen, eben nach dem Gusto, wie man persönlich will, ist natürlich das wirklich eine einmalige Geschichte. Also im Vornherein, dass ich auch gewusst hat, was alles auf mich zukommt und was ja alles fantastisch war. Aber ja, ich glaube, ich hätte es gar nicht gewagt. Ja. Genau. Jetzt haben wir gesehen, jetzt haben wir noch die Höhe. Das ist noch gut, dass die Dreie ist. Die geht nämlich auf den Grind aus. Die geht genau für die. Ja. Mhm. Oder? Perfekt, ne, bis jetzt. Nein, ja. Das Val Sura, wo wir angefangen haben, wo wir die erste Woche gejagt haben, das ist ein Traum. Das ist wirklich eine Traumwelt. Nachdem du einen Aufstieg, fast 2 Stunden hast, bis in dem Gebiet oben warst, hast du einen riesen Kessel gehabt. Und die Alpcette auf der rechten Seite, wo dann eben Steinwild viel auch war. Das ist wirklich ein traumhaftes Gebiet. Und logischerweise hat dann auch dementsprechend auch noch das Wasser und, ja, aber die ganze Szenerie dort oben ist eigentlich wirklich wie eine Märchenlandschaft. Wie eine Märchenlandschaft gewesen. Peter, nicht umsonst sagen wir Jagd und Natur. Es ist Vater. Thank you.
Beinen haben. Wenn wir sie so sehen können, dann wären wir wahrscheinlich auf Schussdistanz, weißt du? Hier von dem Tauter da. Von gut gefunden, ja. Ja, okay. Wir haben aber vergleichsmäßiger gemacht, das müsste wahrscheinlich lang. Das wäre das Optimale, an diesen Steinen drinnen. Aber das, oben sieht alles anders aus. Du, das ist unglaublich. Wenn du vorne siehst, kannst du die Tirol merken. Wenn du oben bist, ja, ich habe mir schon ein paar Fixpunkte gemerkt. Aber oder? Jetzt haben wir Zeit genommen und die Luft ist aufwärts. Ja. Jetzt gehen wir mal auf die Zeit und dann schauen wir mal, ob wir etwas sehen. Als wir dort hergegangen sind, haben wir auf einmal, der Peter ist vorausgegangen und auf einmal sagt er, du weit ab. Dann hat er eine Gams von sich gehabt, etwa 40, 50 Gänge, würde ich etwa sagen. Und dann wir natürlich wie zu Salzstellen erstarrt, sind wir da in dem Felsen. Gelegen, irgendwie so. Auf die Jahre nicht bewegen, weil wenn die Gams natürlich aufgeht und dann nimmt sie vielleicht die Steigeister auch noch mit, oder? Haben wir dann so uns gedacht. Und dann von einer Gams, die wir gesehen haben, auf einmal ist eine zweite gekommen, der dritte gekommen, und schlussendlich haben wir ein ganzes Gamsrudel vor uns gehabt, etwa 40, 50 Gänge vor uns. Natürlich auch bewegen verboten. Und dann hat es natürlich müssen kommen, wie es dann gekommen ist. Und auf einmal zwischen diesen Gämsen, auf einmal kommt die erste Steigeis. Und dann kommt die nächste Steigeis. Jetzt hat sich zwischen Gams und Steigeis, die haben sich praktisch fast vermischt. Und dann die Steigeis kommen immer näher. Ich habe meine Waffe immer noch natürlich immer im Rucksack gehabt. Unglaublich gewesen, wenn man da ein Rudel Gams und Steinwild vor sich hat und man hat seine Waffen im Rucksack und kann eigentlich nichts machen, weil die nicht erst bewegen. Das war wirklich eine ganz verrückte Situation gewesen. Die Steigeisen haben zwar nicht gesehen, genau was es ist, aber die haben irgendetwas gespürt, dass etwas nicht stimmt. Und sie sind auch verunsichert worden und kehren um und springen ab. Und ja, wir natürlich tätig, ich bin belämmert. Der Peter natürlich, Winner ist, hat gesagt, ja, das ist noch nicht verloren. Also, gehen wir hinterher. Zuerst ein paar Meter sind wir hinterher gegangen. Und da hat der Peter etwas ganz Geniales gemacht. Er hat mir nicht direkt angegangen, sondern ist dann noch ein Kennel drauf. Natürlich schon kaputt, wie verrückt. Aber er hat gesagt, ja gut, also, wir gehen da hinten rein. Und da haben wir auf einmal eine sehr gute Position gehabt. Tatsächlich kommt die Steigeisen, haben dort auf einmal verhofft, oder? Die sind also nicht weit weggegangen, die sind vielleicht etwa 200 Meter weggegangen, weiter nicht. Und, ja, dann haben wir uns in Position begeben und ja, dann ist dann natürlich das gekommen, eben ansprechen, welche ist das jetzt, welche ist gut, welche ist nicht gut und so. Das hat dann ein bisschen Zeit gebraucht, oder? Und wo wir sie dann draußen gehabt haben, dann haben wir sie dann auserkoren. Und nicht auf. Nichts machen. Nicht bewegen. Schaut sie wieder. Warten. Die ich habe, ist geheiss mit dem Gizzi. Die gut ist, ist ein bisschen gräulicher. Jetzt ist gut. Jetzt noch warten.
Die ist gut. Wenn sie noch ein bisschen abwärts kommen, musst du jetzt musst du den. Das Böckli und zwei Geiss und das Gitzi. Und jetzt siehst du die führenden Geiss. Die rechts dort, die wäre auch gut gewesen. Und das Böckli. Geiss geht jetzt mit dem Gitzi, dann ziehen sie noch. Das ist auch ein Hitschko. Unglaublicher Tag. Unglaublicher Tag. Unglaublich. Ja, hori du, leck den Birnchen. Hey, dann zack. Ja? Dann schauen wir, ob wir da unten her mögen. Ja. Weißt du, sie ist da gerade drin. Ist sie? Ja. Oder sonst, nein, wir gehen hier über den Sack und dann so hinter. Mhm. Okay. Probieren. Schau mal. Hey. Ja. Ja. Wir sind halt einfach zu viel gefühlt. Kaputt. Weil wir es heiß. Weil wir es muss sagen, ich habe gar nicht mich eigentlich so gekannt. Das ist ja das Verrückte. Eben, dass mich, also das hat mich geschüttelt. Wirklich einfach nur emotionell einfach geschüttelt. Und es war sicher auch eine Freude gewesen, aber ich glaube, es ist mir oft wirklich die oft Emotionen. Eben, fast eben mit diesen Anstrengungen, mit dem, was man macht. Alles zusammen. Und aber eben, auf einmal machst du es richtig und dann geht es auf. Und ja. Wir haben also lang geschaut. Ja. So war es, dass mir etwas gelungen ist, was einem vermutlich selten gelingt, oder? Vor allem nicht an einem Unterländer. Dass man natürlich am ersten Tag hat, können Geister legen konnte. Das ist natürlich, und wir wissen ja alle, meine Steinwildjäger, das haben die alle immer erzählt, gesagt, das Schwierigste ist, die Steingeister zu bekommen. Oder wenn du Steingeister hast, ja, dann ist der Bock eine einfache Geschichte. Ja. Denkst du?